Das beste Tool für Tennisspieler oder Tennistrainer, das ich bis jetzt gesehen habe, was das ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Okay, jetzt fragst du dich möglicherweise, was das Tool ist und vielleicht fragst du dich auch, was trage ich hier überhaupt um meine Schulter herum? Und zwar ist das hier eine Ballmaschine. Ja? Vielleicht kennst du das auch, eine Ballmaschine sieht normalerweise aus wie eine Tonne, riesengroß, schwierig zu transportieren. Aber das Gerät, der Wahnsinn. Ich habe noch nie was Besseres gesehen. Wir gehen jetzt mal hier an die Grundlinie, bauen das Ganze mal auf. Und ihr könnt schon sehen, dass ich das so locker tragen kann. Ja? Wie leicht die Ballmaschine eigentlich ist, im Gegensatz zu so Kolossen. Wir stellen das ganze Teil mal hier hin. So, nehmen nur den Träger hier ab. Und wenn ihr mal jetzt schaut, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kommen jetzt Bälle rein? Ganz einfach, wir klappen das auf. Klappen hier auf. Jetzt haben wir wie so einen Fächer hier für unsere Bälle. Schmeißen die Bälle rein. Müssen natürlich hier nochmal eine Sache fixieren, damit er auch immer die Bälle greifen kann. So, und jetzt kommt mal rum. Zeigen wir das Ganze einfach, wie das hier gestartet werden kann. Von dieser Seite. Es gibt die Möglichkeit, hier auch nochmal das Ganze hier rüber zu steuern. Über ein Bedienfeld hier direkt an der Maschine. Oder aber, was ich das allerbeste finde, man braucht keine Fernbedienung. Man kann das Ganze über eine App, übers Handy steuern, weil das Handy, sagen wir mal ehrlich, habt ihr sowieso immer dabei. Und mir ist schon ein oder zweimal passiert, was mega ärgerlich ist. Du gehst auf den Platz mit der Ballmaschine, vergisst entweder die Fernbedienung oder die Fernbedienung ist leer. Und hier kann ich das Ganze über die App steuern. Und wie die App funktioniert, was man damit machen kann, zeige ich euch jetzt. So, dann starten wir direkt jetzt mal mit dem ersten Drill. Und das Coole hier bei dieser Ballmaschine ist, wenn ihr jetzt mal hier auf die App guckt, ich habe hier verschiedene Programme, die ich einstarten kann. Wie ihr oben seht, Quick Start, wenn ich schnell mal was spielen will. Oder Programme, die schon vorgebaut sind. Und ich nehme mal jetzt hier Programm 5. Rallye, Approach und Volley. Das heißt, zwei Schläge aus der Rallye heraus, dann den Angriffsball und den Volley. Was natürlich mal ganz oft passieren kann. Und hier seht ihr auch, wie die Abfolge dann sein wird. Ja? Erster Ball, 80 km/h, wie viel Topspin da drin ist. Dann wird er ein bisschen langsamer und der Volley, der ist dann nochmal schnell. Ja, ich starte das Ganze mal, dann geht's los und jetzt gucken wir mal, wie die Rallye dann aussieht. Also. Oh. Oh. Für den ersten Versuch nicht so gelungen. Ah, der Volley kommt mir noch ein bisschen zu schnell. Muss ich noch mal ein bisschen anpassen. Dritte Runde. Oh, will nicht. Aber nur mal für einen Überblick, wie das hier funktioniert. Dann kann ich das Ganze hier wieder einmal unterbrechen. Und dann habe ich kurz Pause. Ihr seht ja hier auch noch mal, zwischen den einzelnen Schlägen, wie viel Pause da ist. Das heißt, wenn ich alle 4 Schläge gespielt habe, 8 Sekunden zum Recovern und dann geht es wieder los. Oh, anstrengend. Einmal durch. Okay, ersten Drill haben wir gemacht und jetzt seht ihr gleich hier nochmal in der App, ich kann mir jetzt auch selber
meine eigenen Drills erstellen. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich nenne ihn mal den Rafa-Drill, ja? Wenn ich mir den jetzt erstellen will, als Linkshänder für mich Vorhand-Cross, Inside-In, Inside-Out, zweimal auf die Rückhand des Rechtshänders und dann einmal in die freie Ecke, kann ich mir hier auch erstellen. Das heißt, ich gehe hier in die Programme, in Custom rein, sage hier beispielsweise neues Programm, sage hier meine Rafa-Vorhand, gehe rein, kann einen neuen Ball dazu nehmen. Jetzt sehe ich ja, wie die Ballmaschine steht. Ich muss erstmal eine Vorhand-Cross spielen. Spiele ich mir den Ball möglicherweise erstmal hier hin, mit ein bisschen Spin auch. 80 km/h oder 75 erstmal, der passt schon mal. Dann kann ich mir den nächsten einstellen. Der nächste soll ja dann Inside-In sein. Lass ich mir ruhig hier hinkommen. Mit ein bisschen weniger, Drall. Auch 75 km/h mal. Hoppla. Na, will er nicht. So. Safe Shot. Und dann nehme ich den gleichen auch nochmal an diese Stelle. Mal mit 80 km/h. Dafür etwas mehr Spin. Und dann gehe ich dann Inside-Out. Save mir das Ganze ab. Und jetzt kann ich starten und spiele dann diesen Spielzug mal für mich, den ich auch gerne im Match spiele, kann das Ganze hier ganz einfach einprogrammieren und abspielen. Los geht's in den Drill. Okay, dann starten wir jetzt das Programm Rafa Forehand, ja, und mal schauen, wie das läuft hier. Oh, immer einer kaputt, ne? So, jetzt habt ihr einen ersten Einblick bekommen von der Ballmaschine, von der Proton-Ballmaschine von Hydrogen Sports. Und ihr habt ja gesehen, die Drills haben wir jetzt gemacht. Super einfach zu programmieren, super einfach zu bedienen mit der App. Extrem einfach auch zu transportieren, das Ganze. Und ich will mich jetzt auch etwas kürzer halten. Ich möchte jetzt nicht die technischen Spezifikationen nennen, wie viel Gewicht, wie viel Bälle reinpassen, was für ein Akku da verbaut ist. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, kann ich auch nochmal hier ein ausführlicheres Video machen für euch. Aber das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Einblick. Und leider muss ich euch enttäuschen, so viel ich weiß, ist die Maschine jetzt noch gar nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Wir haben die über einen Kontakt jetzt gekriegt aus Amerika, aber natürlich ist es geplant, dass die auch hier nach Europa rüberkommen soll. Also bleibt auf jeden Fall gespannt, schreibt mir auf jeden Fall ein Feedback unten rein zu diesem Video und auch, wie ihr die Maschine findet. Ansonsten wieder Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao.